Du hast den Genozid, also du hast den Massenmordzauber erlernt. Ja. Massenmord? Ich wollte doch mal drauf eingehen. Tötet alle ungepanzerten Feinde. 250 Mana. Geh weg, komm nicht in meine Nähe. Ja, Massenmord einfach, ne? Ist schon recht. Laramie, guck mal, ich kann Massenmord. Guck, 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 guck. Mir geht's gut, bitte geh die Arztin ansehen. Sag mal, so weit waren wir schon. Ey, Corki, mach mal was. Lass mich dir etwas erklären, Eon. Diese Stadt wurde ein riesiger Grabstein für ein großes unterirdisches Königreich gebaut. Dieses Königreich. Diesem Königreich ging es einst sehr gut, unter der Leitung des Geisterkönigs der Erde. Prosperieren, mir fällt kein gutes deutsches Wort ein gerade. Doch nach dem großen Krieg ist das Königreich regelrecht verschwunden. Die imperialen Magier sind seitdem hierher gekommen, um ihr Schloss zu bauen, um ihre Festung zu bauen. Sie wussten, dass jeglicher Kontakt, den die Menschen mit den Geistern haben würden, hier durchkommen würde. Sie dachten, dass wenn sie sich hier aufbauen würden, könnten sie auf die Geister aufpassen. Und sie hofften auch, dass das ihnen die Kontrolle über Erlem verschaffen würde. Doch Erlem hat auch die Kraft, die Welt zu ihrer früheren Struktur zurückzuführen. Die Geister wollten. Nicht? Ach so, die Geister wollten nur, dass der die vier Orbs erhält, diesen Zugang hat. Es ist dein Schicksal, Aeon, die Welt wiederherzustellen, so wie sie eigentlich sein sollte. Nein, das sollte Aasia sein. Ich helfe ihr doch nur aus. Aasia rezitiert die Liftverse, doch es ist dein Schicksal, die Welt zu retten. Aber warum ich? Weil du das Zepter hast. Du hast schon drei der Länder angehoben. Doch, das hält nicht ewig. Um die Sicherheit der Kontinente zu gewährleisten, brauchst du eine permanente Lösung. Doch zuerst musst du diesen Kontinent anheben. Finde den weisen Lazel im Untergrund des Friedhofs. Werde ich dort auch den Liftvers finden? Ja. Nun gehe zum Mittelpunkt der Stadt, dem Turm des Requiems. Während du dort stehst, verkünde, dass du der Meister von Erlim bist. Dann wird sich der Eingang öffnen und du kannst hinabsteigen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Na super. Na, was will man schon machen? Hey, ich bin der Meister von Erlim. Da-da-da. Das muss der Ort sein, also los. Ich bin der Meister von Erlim. Wow, es hat geklappt. Allerdings etwas weniger spektakulär, als ich mir das vorgestellt hätte. Ist schon recht. Hi, wer bist du? Warum bist du weg? Jetzt siehst du mich. Jetzt nicht. Fangen spielen, na klasse. Okay, ich bin verfangen. Jetzt siehst du mich. Jetzt nicht. Ich frage einfach so. Sieht's aus, als hätte die eine Rüstung an. Sieht die gepanzert aus? Nicht so wirklich, oder? Tötet alle ungepanzerten Gegner. Hab dich! Okay, sie ist Gott, sie ist unverwundbar. Ich sehe dich. Oh, ich habe auf dich gewartet. Jetzt siehst du mich, jetzt nicht. Der öffentliche Friedhof. Dies ist der Friedhof. Vielleicht gibt es hier einige Geister. Super, vier Richtungen. Sind das Grabsteine? Einige seltsame Worte sind hier geschrieben. Beten, ja, nicht beten, aber ich sag's halt. An den sechs Gräbern. Weit im Osten, das zweite von oben rechts, das zweite von unten rechts. Weit im Westen, das zweite von oben links, das zweite von unten links.
Nordosten das erste im rechten Eck, Südwesten das erste im linken Eck. Bitte was? Okay, also es gibt... Ja. Bitte. Bitte, bitte. Und an dem hier seltsame Worte. Ach du Scheiße. Weit im Osten. Far East, also weit im Osten. Das zweite von oben rechts, das zweite von unten rechts. Okay. Dann zählt das wohl als eins. Das zweite von oben rechts, also oben rechts, eins. Zwei, das hier. Du hörst eine geisterhafte Stimme. Ich hatte sehr, sehr lange nichts zu essen. Willst du was? Hier, Kräuter. Njam, njam. Nö, jetzt hab ich's gefressen. Dann nehmen wir das. Das zweite von rechts unten. Geisterhafte Stimme, es ist so dunkel hier. Bitte mach das Licht an. Dann komme ich hier wieder her zum Lesen. Zweite von oben links, zweite von unten links. Hatten wir auch. Dann im Nordosten das erste vom rechten Eck. Und dann das erste vom linken Eck. Also hier gegenüber auch genau, oben und unten. Ne, das zweite. Geisterhafte Stimme, der Tod ist überall. Wir könnten heute Nacht auseinandergerissen werden. Dann hier. Mein Leben wurde frühzeitig beendet. Ich war noch nicht bereit zu sterben. Dann Nordosten, das erste vom rechten Eck. Ja. Du hörst eine geisterhafte Stimme. Es gibt eine Klippe. Nee, dort ist eine Klippe, könnte man auch sagen. Dieses Kind. Oh nein. Und dann hier unten im Eck. Leiden ist oft schlimmer als der Tod selbst. Oh, jetzt ist Licht aus. Habe ich es gut gemacht? Darf ich wieder weg? Nee, darf ich nicht. Ist irgendwo was aufgegangen oder so? Nee. Oh, Hallöchen. Hi. Gier führt zur Sünde. Möchtest du gern einige Gems, also Geld? Nö, danke. Mir geht's gut. Die Tür ist offen. Du kannst jetzt den Liftvers des Erdgeistes erlangen. Okay, das war einfach. Achso, hier geht's runter. Ah, Hallöchen. Die Melodie des Liftvers wird gehört. Dies ist der erste Vers von insgesamt vier. Du musst die anderen drei suchen. Na toll. Was ist das für eine kleine Platte? Da ist noch eine. Das ist eine Kiste, die interessiert mich eigentlich wenig. Das ist bestimmt nichts Tolles, aber... Tja, hier gibt's nichts als die Kiste. Also wird wohl doch irgendwas Tolles sein. Oder was Wichtiges. Hauptsache keine Mimik, dann ist alles okay. Oh, eine Quelle der Macht. Krieg ich einen LP? Krieg ich einen LP? Deine LP haben sich erhöht. Da, 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 da. Das finde ich dann doch herrlich. Also hier kann ich wieder hoch. Was soll ich denn sonst hier? Wird euch schon schlecht? Ich gehe wieder hoch. Ach so ist das. Ja, stimmt. Da gab es ja wirklich noch viele Abzweigungen oben. Also jetzt habe ich hier den ersten von vier Liftversen erhalten und noch ein LP gleichzeitig. Und das war vom Eingang links. Hier unten war der Eingang. Dann geht's jetzt links nach oben. Ach nee. Ja, okay, das ergibt dann auch vier. Dann gibt's rechts noch einen Weg, oben einen Weg und hier in die Mitte rein. Dann gehen wir rechts lang. Hier ist das Mädel wieder. Du bist zurück. Ja. Yep. Ich habe auf dich gewartet. Jetzt siehst du mich, jetzt nicht. Wieder nur ein bisschen beten. Oh, der Soldatenfriedhof. Das ging ja, keine Kämpfe und so. Dies ist der Friedhof für Soldaten und Priester. Hey, große Gräber. Okay, schauen wir mal ein beliebiges. Dies ist ein Grabstein. Soweit war ich dann auch schon. Du hast eine geisterhafte Stimme. Ich hätte wissen müssen, dass ich nicht das Steak meiner Schwiegermutter essen sollen. Hätte essen sollen. Ja, das ist besser so. Wenn man dir sagt, dass du links und rechts schauen sollst, bevor du über die Kreuzung gehst, dann solltest du echt zuhören. Wow, das war gut. Auch wieder der in der Mitte? Nee, der hier nicht. Mit dem geht nichts. Dann nach oben. Geisterhafte Stimme. Sitzen. Warten. Erwarten. Nichts. Jetzt der hier. Ja, geisterhafte Stimme.
Eine lebende Seele, die uns hier besuchen kommt, ist wahrhaftig mutig. Wegen deines Mutes werde ich den Weg für dich öffnen. Bitte geh weiter. Alles klar, nett von dir. Du hörst den zweiten Liftvers, genau, war klar. Ist der zweite von vier, suche die anderen zwei. Dann hier wieder eine Kiste? Ja, da ist eine. Da ist sonst nix. Ja, hoffentlich keine Mimik. Ja, keine Mimik. Und so ein Lebensstein. Naja. Wer weiß, vielleicht wird der Endboss im Spiel ja der absolut übelste Arschreißer, den die Welt je gesehen hat. Und ich verballer tatsächlich noch alles, was ich hier so angesammelt habe. Auch wenn ich nicht dran glaube, um ehrlich zu sein. Aber naja.